Aha, ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir gedachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Oh nein, wir haben einen riesen Fehler gemacht, aber wir hatten noch keine andere Möglichkeit. Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Ich muss dir danken, Kleiner. Nein, ich wollte dir doch nicht helfen. Und jetzt passiert ein Plot-Twist, der schon ganz geil ist. Das grüne Zeichen haben wir ja schon in dieser verlassenen Steppe da im Wald gesehen. Ich bin Rauru, einer der Weißen. Ich habe diese Zitadelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Ja, es tut mir leid, aber ich glaube, der Zugang ist jetzt mittlerweile offen und Gandalf ist, glaube ich, durchgegangen. Ist die Halle der Weißen im Tempel des Lichts. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Gandalf. Das Masterschwert, das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeitfeld gezogst, öffnete das Tor zum Heiligen Reich. Golli, erschrick nicht, schau dich an. Wir sind etwas älter geworden, denn wir sind durch die Zeit gereist, oder beziehungsweise wir reisen jetzt durch die Zeit. Auf jeden Fall waren wir jetzt, ich glaube, 7 Jahre hier. Das Master Schwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitenfels zu ziehen. Doch du warst doch noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebannt. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun hast du verstanden, was deine Bestimmung ist. Natürlich. Doch vergiss niemals. Obwohl du nur mit den edelsten Ansen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Gandalf dadurch das Heilige Reich betreten können. Ja, das haben wir gemerkt. Er riss das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich, durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Ja, seine schwarze Macht überzog das ganze Land Hyrule, entweihte die Tempel und überwandte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch schwindend gering, selbst in diesem Heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halle der Weißen noch schützen. Doch noch ist die Hoffnung, die Kraft der Weißen blieb erhalten. Wenn die Kraft jedes der 7 Weißen wieder geweckt wird, kann mit den Amuletten die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Ich, Rauru, bin einer dieser Weißen. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du, der Herr der Zeiten. Du bist als Träger des Masterschwerts dazu auserwählt. Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Also jetzt so, er ist jetzt einer der Weisen. Und dann gibt es nochmal 5 weitere Tempel. Was war die Rede von 7 Weißen? Warte mal. Wer ist der letzte Weiße? Und wer sind die anderen, ist jetzt die Frage. Das Amulett des Lichts Rauru der Weise gibt dir seine Kraft. Finde die anderen Weisen und rette Hyrule. Zu der Delle der Zeit. Wir sind wieder zurück. 7 Jahre später. Was sich wohl verändert hat. Wir gehen jetzt und das ist ein neuer Charakter. Das ist nicht Imper. Das habe ich als Kind früher gedacht, dass das eigentlich Imper wäre.
Das ist Sheik. Auch ein schicker wie Imper, aber ja, ich habe auf dich gewartet, junger Held. Beherrscht das Böse die Welt, weil jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reiches erweckt werden, noch in den fünf Tempeln. Also ja, wie gesagt, fünf Tempel. Einer in dunklen Wäldern, das heißt, wir werden zu den Wäldern zurückkehren. Einer auf hohen Berge, das heißt, der Vulkan wird wahrscheinlich wichtig. Einer im tiefen See. Ja, Weinsoros wahrscheinlich, aber wo genau? Einer an der Stätte des Todes. Okay, das ergibt vielleicht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht der Friedhof in Kakariko. Einer innerhalb der Göttin des Sandes. Die Wüste. Zusammen mit dem Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen, um der Welt den Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, den Shika, überliefert wurde. Ich bin Sheik. Ich gehöre den letzten Überlebenden des Shika an. Willst du die Prophezeiung erfüllen, so suche nach den fünf Tempeln und befreie die dort eingesperrten fünf Weißen. Die Frage ist aber, wer ist der siebte Weiße dann? Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Da. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, das dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden, Goldie? Ja. Und sie beschützt jetzt das Reich hier. Okay. Jetzt ist halt das Ding, wir können einige Waffen nicht mehr benutzen. Unter anderem die Matke, die wertvollste Waffe. Nee. Wir können die Bohnen nichts mehr damit anfangen. Die Schleuder, der Bumerang und die Dekostäbe auch, okay. So wie halt natürlich das Kokiri-Schwert und der Dekoschild. Das können wir alles nicht mehr nutzen. Ja. Aber mal schauen, wie sich jetzt die Welt verändert hat in diesen 7 Jahren. So schlimm kann es ja nicht sein. Okay, sieht ziemlich trostlos hier überall aus. Und der Vulkan hat, ja, wie soll ich sagen, so einen runden, roten Kreis. Das sieht nicht so schön aus, aber sonst, ja, ein bisschen, die Welt ist ein bisschen dunkler geworden, aber das wird schon nicht so wild sein. Oh mein Gott. Die komplette Stadt Hyrule wurde auseinandergenommen. Hier war alles mal so fröhlich und alles jetzt voller Zombies. Verschwinde, du! Es sind zu viele. Ich muss die Flucht ergreifen. Es ist nichts mehr zu retten an Stadt Hyrule, aber vielleicht in den anderen Völkern. Ich soll ja nach Kakariko gehen. Kakariko darf nicht komplett zerstört sein. Okay, aber hier sonst jetzt eigentlich ganz normal aus. Ja, Kakariko ist auch schön fröhlich. Ah, auch ein bisschen dunkler, aber es liegt wahrscheinlich eher an dem Vulkan. Aber man darf halt auch nicht vergessen, es sind trotzdem 7 Jahre vergangen. Das heißt, es wird ziemlich verändert sein. Das Haus, wo davor noch nicht ganz war, ist jetzt auch ganz. Also ist jetzt fertig gebaut worden. Ja. Kurz überlegen, mit was fange ich jetzt an? Ja, die Frau mit den Hühnern ist immer noch da. Sehr interessant. Wie, ich mache einfach mal die Story noch ein bisschen weiter. Das heißt, wir gehen zum Friedhof. Okay, hier scheint auch alles unverändert zu sein. Beziehungsweise das Kind ist jetzt weg. Und hier sind Geister. Was suchen Geister hier? Okay. Die Bohne ist jetzt aber endlich fertig gepflanzt.
Das ist jetzt auch das Ding, 7 Jahre haben die jetzt gebraucht. Das heißt, wir können es überall, wo wir was eingepflanzt haben, uns eine Belohnung abholen. Und hier ist es ein Herzteil. Das war auch sehr wichtig. Dadurch bekommen wir jetzt ein weiteres und werden auch geheilt. Und jetzt ist hier an diesem Grab ein paar Blumen aufgetaucht. Das heißt, wir können hier rein. Wir sind am Fragezeichen Ort und Boris. Ihn hat's erwischt. Es tut mir sehr leid. Aber wir müssen jetzt ein Rennen mit ihm machen. Aber wir müssen nicht ihn überholen oder so. Wir müssen einfach nur in einer bestimmten Zeit das Ganze schaffen. Und er zeigt uns einfach nur den Weg. Falls wir den falschen Weg machen, dann haben wir quasi verloren. Das heißt, es ist sehr wichtig. Und am besten auch nicht treffen lassen. Es gibt ja aber 2 Rennen. Eins ist halt storybedingt. Von ihm bekommen wir das Item dann. Aber das nächste gibt dann nur ein Herzteil und dann müssen wir halt unter 1 Minute das Ganze schaffen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Was hab ich denn jetzt getan? Lost. Okay, wir sind jetzt an der gleichen Stelle wieder da. Diesmal versuche ich nicht einfach mal runterzuspringen. Und ja, das Ding mit unter 1 Minute schaffen wir jetzt nicht, aber wir konnten sowieso nicht beide Belohnungen gleichzeitig bekommen. Wir bekommen von ihm den Fanghaken. Der funktioniert ähnlich wie der Bumerang. Wir können damit Sachen an uns heranziehen. Aber wir können uns auch selber jetzt an manche Sachen heranziehen und damit kommen wir halt zum 4. Dungeon. Komme ich jetzt auf 6? Egal. Jetzt können wir das 2. Rennen nicht direkt machen. Also wir müssten jetzt eigentlich rausgehen und dann wieder neu ins Grab gehen, aber es gibt hier auch einen kleinen Glitch oder Bug, den werde ich gleich mal ausprobieren. Aber wir bekommen jetzt erstmal den Fanghaken. Und damit können wir auch, ich glaube, ich scoote das, so töten wir den Bumerang, aber auch normale Gegner paralysieren. Hierfür müssen wir schnell rein und wieder raus. So, damit kommen wir dann wieder zur Ausgangsposition. Das ist der hier. Okay, diesmal habe ich es genau bei 1 Minute geschafft. Das sollte eigentlich ausreichen. Ja, wir bekommen das Herzteil. Perfekt. Jetzt können wir auch den Raum hier verlassen und wir kommen hier zu diesem Zeitstein. Die können wir nur mit der Hymne der Zeit auch, wegmachen. Und wechseln die Dinger. Damit wird eine Treppe freigelegt und wir kommen auch hier aus dem Grab wieder raus. Aber wir können uns noch hier ein Herzteil holen. Denn wir kommen hier raus und... ja, wir sind ein Kakariko. Und wo waren wir noch nicht drin? In der Windmühle. Ja, jetzt ist die Frage, ich kann mir ein Herzteil ranziehen. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Jawohl. Herzteil bekommen.